Hier, Ostwind, das muss es sein. Da ist der Pferdeanhänger. Aber ich sehe niemanden. Ich versuche mal, den Anhänger zu öffnen. Wozu? Schon gut, Ostwind. Ich pass auf. Das ist eine Falle. Ein Pferdeanhänger, ein leerer Pferdeanhänger. Die klauen Ostwind. Ostwind, geh weg. Das ist eine Falle. Der Anhänger ist leer? Ruhig, Ostwind. Ruhig. Wie siehst du denn aus? Was dauert denn da so lange? Hol das Pferd. Sam, was tust du denn? Du machst ihm Angst. Bleib zurück, Ari. Sam! Ari, das Pferd muss zurück zum Gestüt. Es gehört nicht dir. Dir gehört Ostwind auch nicht. Er gehört niemandem. Und er ist nicht euer Maskottchen. Ich gebe zum Bedenken, du hast einen Bogen. Und er deinen Kopf. Das sind die zwei Dinge, die gut zusammenpassen. Er ist viel mehr als nur ein Maskottchen. Er ist unsere Zukunft. Die Zukunft des Gestüts und der ganzen Region. Er ist ein Star und wird dem Gestüt zu neuem Ruhm verhelfen. Dich interessiert doch nur das Geld. Ich weiß, worüber du mit dem Typen von Waterflow geredet hast. Waterflow? Halt dich da raus. Du denkst, hier geht's ums Geld? Wie albern. Geld ist natürlich ein Faktor, aber nicht das Ziel. Nur eine Notwendigkeit. Ach, jetzt kommt sie gleich mit Macht und so. Gut Kaltenbach war immer das angesehenste Gestüt in Deutschland, sogar auf der ganzen Welt. Tradition, Ansehen, Olympiapferde, Militärpferde, wunderschöne Zuchtpferde. Und dann ist Frau Kaltenbach alt geworden. Katastrophale geschäftliche Entscheidungen. Das Gestüt hat alles an Sasse verloren. Unser ganzes Ansehen. Unser? Geld hilft uns nur, wieder auf die Spur zu kommen, um den Reitsport und den elitären Ruf von Gut Kaltenbach wiederherzustellen. Das ist alles. Und davon hast du keinerlei Ahnung, nicht wahr? Du willst lieber alles kaputt machen, damit du weiter mit Ostwind herumschmusen kannst. Habe ich nicht recht? Klingt nach einem guten Plan. Finde ich, ist ein guter Plan. Das ist, was ich mir gedacht habe. Sam, das Pferd. Bitte. Entschuldige, Ari. Ich will das auch nicht tun. Aber du lässt mir keine andere Wahl. Sam, nicht! Hör auf damit! Sofort! Ari, steig von dem Pferd! Ihr braucht Hilfe! Ihr beide! Fanny bringt dich zum Kinderheim. Da kümmert man sich um dich. So wie ihr euch um Ostwind kümmern wollt? So wie du ihn in den Anhänger kriegen wolltest? Mit Gewalt? Du bist zu jung, um das zu verstehen. Komm von Ostwind runter! Ich glaube ja sonst nicht an diesen mystischen Quatsch. Aber Ostwind und Mika sind irgendwie miteinander verbunden. Wow, woher kommt denn jetzt das? Mein Großvater hat mir davon erzählt. Wir müssen Ostwind helfen, um Mika zu helfen. Sonst wacht sie niemals wieder auf. Sam, du machst alles nur noch schlimmer. Bitte hör auf! Das hat wehgetan. Ich hoffe, es hat aber mit deinem Bogen zu tun. Ari, bitte. Du musst aufhören. Sam, bitte. Das reicht. Du hattest deine Chance, Samuel. Gut Kaltenbach hat keine Verwendung mehr für dich. Morgen früh gibst du deine Uniform ab. Gereinigt, versteht sich. Na, da ist aber jemand sehr konsequent. Jetzt machen wir es auf meine Art. Alle herhören. Bringt mir mein Pferd zurück. Und nehmt keine Rücksicht auf das freche Gör. Ich gebe nochmal gerne zu bedenken. Bogen! Oha, oha. Rote Kreise sind nicht gut. Lauf. Ausweichen, okay. Bleibe zwischen den roten... Zwischen? Oh mein Gott. Kann ich nicht auch einfach querfeld einreiten? Geht das nicht auch? Ich meine, da kommen sie doch nicht hinterher. Wie? Oh, ein Baumstamm. Nein! Was ist denn jetzt passiert? Wieso ist das schon wieder alles schwarz? Oh, ich finde was nicht schnell genug. Ja, ich weiß. Okay. Ich möchte gerne mal
gucken, wie fahren die. Wie. Okay. Die Frage ist. Oh Gott. Ja, das war's wieder. Hä? Warte mal, ich möchte. Ich muss versuchen, in diesen. Ich muss über diese Straße. Fahren die. Die fahren auch fällt ein. Ach so. Und Oswin hat Hunger. Hätte ich das mal vorher gewusst. Dann hätte ich ihm nochmal Möhren und Äpfel gegeben. Aber so ist er jetzt natürlich ausgepowert. Ich möchte gerne nochmal zu bedenken geben. Ich habe einen Bogen. Ich kann gar nicht so schnell reiten. So schnell kann ich gar nicht reiten. Die Autos sind viel zu schnell. Hä? Oder ich reite vielleicht auch einfach den falschen Weg. Das kann natürlich auch sein. Okay, warte mal. Zwischen den roten Kreisen. Aber hier, dieser rote Kreis blockiert mich doch in diese Richtung. Hier, die schließen doch. Die schließen doch. Ach, warte mal, der schließt. Ah, der kann nicht zuschließen. Doch, jetzt kann er zuschließen. Hä? Was ist denn jetzt anders? Wieso funktioniert das jetzt? Wieso hat es jetzt funktioniert? Ich habe nichts anders gemacht. Außer, dass ich mich umgeguckt habe. Warum? Warum? Warum sieht niemand, was sie mit Oswin anstellen? Warum will mir keiner glauben? Warum versteht mich keiner? Ich will doch nur nach Hause! Tut mir leid, Oswin. Es tut mir so leid. Es ist nicht deine Schuld, Kriegerin. Vielleicht wäre es doch besser für Oswin, wenn ich ihn denen überlassen hätte. Vielleicht wäre es besser, wenn ich gar nicht hier wäre. Alle haben sich in mir getäuscht. Ich mache nur Ärger. Adi, ich glaube an dich. Und Oswin glaubt auch an dich. Ein Geist in ein Pferd. Und wer sollst du überhaupt sein? Du bist nicht mal echt. Was hat mir der Weg von dir und Herrn Khan jemals gebracht? Adi. Verschwinde. Du bist nicht echt. Verschwinde! Verschwinde. Bitte. Geh weg. Hey, hey, hey. Wenn ich dich jetzt alleine lasse, musst du hier draußen im Regen schlafen. Kalt und voller Schlamm. Das wollen wir doch wohl beide nicht, oder? Dr. Anders? Ari? Ohne Ostwind hier hätte ich dich glatt für das Sumpfmonster gehalten. Ist was passiert? Bist du verletzt? Ich glaube nicht, aber Ostwind. Tja, sieht aus, als hättet ihr beide ganz schön was abgekriegt. Ihr habt Glück, dass ich vorbeigekommen bin. Mit einem leeren Pferdewagen. Isabelle hat... Ich meine, ich hab's versaut. Ich wollte es allein mit Isabelle aufnehmen. Okay. Die Feinheiten kannst du mir bei einer warmen Suppe und einer trockenen Decke erzählen. Hilf mir nur kurz, Oswind in den Anhänger zu kriegen und los geht's. Warum genau trauen wir ihnen jetzt einfach so? Ihr hattet Glück. Oswind ist falsch aufgekommen, aber er hat sich wohl nichts gebrochen. Er ist nur wegen der Erschöpfung in die Knie gegangen. Was hast du dir nur dabei gedacht? Abzuhauen, das Gestüt zu sabotieren und Isabelle auszuspionieren. Was dachtest du denn, was du damit erreichst? Ich hab Tinker schon eine Standpauke gehalten. Das war wirklich unverantwortlich von dir. Die Polizei sucht nach dir, Ari. Jetzt noch mehr als zuvor. Tut mir leid. Bei mir musst du dich nicht entschuldigen. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Eine gute Frage. Ich,
Ich weiß nicht. Ich weiß, du willst nicht, dass Ostwind zum Gestüt zurückkommt. Aber er gehört nun mal dorthin. Er gehört Frau Kaltenbach. Und da sie beschlossen hat, dass Isabel das Gestüt verwalten soll, hat sie jetzt auch das Sagen über Ostwind. Ich weiß. Rechtlich gesehen, völlig korrekt. Ich werde dich nicht verpetzen, Ari. Noch nicht, zumindest. Du darfst gerne hierbleiben, bis du dich besser fühlst. Aber sobald Ostwind wieder auf eigenen Hufen stehen kann, werde ich ihn zum Gestüt zurückbringen müssen. Und dann muss ich auch dich, naja... Ich weiß. Wie lange wird es dauern, bis es Ostwind wieder besser geht? Er ist wirklich hart im Nehmen, aber er ist auch stur. Möglicherweise sieht er fitter aus, als er sich in Wirklichkeit fühlt. Ich werde ihn im Auge behalten. Und du solltest erstmal nicht auf ihm reiten. Also ist das du jetzt extra betont auf mich, oder ist das mehr, worauf bezieht sich das? Du reitest ohne Sattel, so wie Mika, nicht wahr? Nee, der ist ein Unsichtbarer. Ja, Ostwind hasst Sättel. Ich mache mir weniger Sorgen um Ostwind als um die Reiterin. Also jetzt verbringe etwas Zeit mit Ostwind. Das habt ihr beide nötig. Oha, oha. Ostwind fliegen ist angesagt. Das war ja eine erschreckend schlechte Leistung von mir beim Entkommen. Ich habe nicht verstanden, warum es plötzlich mal funktioniert hat. Vielleicht war das Spiel einfach gnädig zu mir. Na, Ostwind. Armer Bube. Verzeihung, dass ich so viel Ärger mache. Es tut mir so leid. Ich habe es doch nur gut gemeint für alle. Aber Dr. Anders hat recht. Ich habe alles nur noch schlimmer gemacht. Du siehst hungrig aus. Und du klingst auch hungrig. Ich schau mal, was ich finden kann. Also, ich hätte zwei Vermutungen. Heu! Und Äpfel, die ich noch habe. Und Gras. Und da ist, sagt er, ist bestimmt Hafer oder Kraftfutter drin. Ich spreche mit der Tür. Hallo, Tür. Und wie geht's, Ostwind? Nicht sehr gut. Und er sieht so hungrig aus. Kann ich denn nichts für ihn tun? Ich brauche etwas Baldrian. Der wächst im Wald. Damit beruhige ich manchmal aufgeregte und nervöse Tiere. Er ist nicht leicht zu finden, aber wenn du sorgfältig suchst, schaffst du das. Füchse mögen den Geruch wohl sehr gern. Also könntest du vielleicht einen dahin verfolgen. Ich soll einem Fuchs in den Wald folgen? Also, ich habe schon mal gehört, dass man einem Kaninchen in seinen Bau folgen soll. Wenn du einen siehst, ja. Aber geh nicht zu weit weg. Die Polizei sucht immer noch nach dir. Jetzt hätte vielleicht geholfen, wenn du mir ein Bild von Baldrian gezeigt hättest. Wäre vielleicht hilfreicher. Bist du ein Fuchs? Du bist ein Fuchs. Hey. Hey. Na, Fuchs. Okay, Fuchs, ich habe verstanden, wie Baldrian aussieht. Vielen Dank, ich habe verstanden. Hä? Es ist ein... Erstens, der Fuchs guckt mich an. Zweitens, ich habe schon drei Baldrian gesammelt. Ich weiß, wie Baldrian aussieht. Ich muss nicht noch... Ich muss doch dem Fuchs nicht endlos folgen. Ich habe doch verstanden, wie Baldrian aussieht. Ja, ich spiel. Honey, das ist nicht im Wald, das ist auf seinem Hof. An den Bäumen. Das hätte er auch einfach erklären können, ohne dass er dein wildes Tier mit in die Sache bringt. Also, Dr. Anders, Sie sind schon ganz schön anders. Mann. Da sind die Kräuter. Hier, Dr. Anders, ich habe die Pflanze gefunden. Baldrian. Ja, du hast wirklich die richtige gefunden. Gut gemacht. Aber wir müssen Ostwind noch dazu kriegen, ihn auch zu essen.
Was ist seine Lieblingsspeise? Äpfel. Äpfel. Er liebt Äpfel. Hier müsste es einige Apfelbäume geben, aber die sind wahrscheinlich zu hoch für dich. Keine Sorge, ich weiß schon, wie ich da rankomme. Ari, du kletterst mir bloß nicht so einen Baum hoch. Ich muss nicht klettern, Dr. Anders. Ich kann sie einfach mit meinem Pfeil und Bogen runterschießen. Ja, das klingt sicher. Wenn du sie hast, gib sie Ostwind zusammen mit dem Baldrian, ja? In welcher Welt klingt das sicher einem, keine Ahnung, 12-jährigen Kind? 14? Ich habe keine Ahnung, wie alt Ari ist. Den Pfeil und Bogen, die Explosivpfeile verschießt, zu geben. Ich habe noch Äpfel. Ich brauche keine Äpfel, aber gut. Piu! Da würde man auch ohne Pfeil und Bogen rankommen. Piu! 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 Und... Piu! Oh. Irgendwo hinten stört jetzt einer. Oder einen Pfeil in den Kopf bekommt. Aber auf der anderen Seite, wir sind Sheriff, wir dürfen das. Da ist der Sheriff, der leuchtet da. Wir dürfen das. Wir haben einen Darfschein. Wir haben einen Darfstern. Der erlaubt uns, mit Pfeil und Bogen auf Luftballons zu schießen. Das klingt so weird. Hey, Ostwind. Hey, Ostwind, ich hab hier was für dich. Bitte friss auch dein Grünzeug. Das tut dir gut. Ich hoffe, du fühlst dich bald besser. Es tut mir leid, weißt du? Ich wollte dir nicht wehtun. Dein Grünzeug. Ich weiß, dass du müde bist, genauso wie ich. Aber du kannst jetzt schlafen. Ich bleibe bei dir und pass auf dich auf. Ich werde nicht einschlafen, Ehrenwort. Ich leg mich nur ein Weilchen hin. Aber ich schlaf nicht ein. Ja. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Teleport-Baldrian gefunden. Wo zum Henker bin ich und was ist da hinten? Ach, ein Baum, okay. Es ist alles so langsam. Was? Folge dem Pferd. Welchem Pferd? Dieses un... Ach, dem Pfad, sorry. Kann ich dich streicheln? Nein. Was ist es, das dich ausmacht, Kriegerin? Die Vergangenheit? Die Gegenwart? Oder die Zukunft? Was führt dich? Und was hält dich nur zurück? Herr Kahn? Wovon reden Sie denn? Welchen Weg du auch wählst, er wird sich immer mit den Wegen der anderen kreuzen. Verurteile sie nicht anhand dessen, was du in dem Moment wahrnimmst. Du siehst immer nur einen kleinen Teil der ganzen Wahrheit. Das stimmt. Mika und Ostwind. Mein Großvater hat mir von ihrer tiefen Verbindung erzählt. Sam, warum hast du das getan? Wegen Mika? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so machtgierig war wie Isabel. Ja, können wir ganz drüber reden, dass Tinker offensichtlich mit im Boot steckt. Tinker hat offensichtlich Ostwind und uns verraten. Warum suchst du dir keinen neuen Job, du falsche Schlange? Oh, das werde ich, Fanella, das werde ich. Wer redet da? Wer bist du und was willst du? Fanella? Wer ist Fanella? Neuer Job? Ich weiß es nicht. Ich bin so schlecht im Stimmen erkennen. Ein großer Baum. Oh mein Gott. Ich kann durch Metall gehen. Oh, warte mal. Warte mal. Da steht was drauf. Ich kann das aber nicht lesen. Frau Kaltenbach, haben Sie heute schon Ihre Medizin genommen? Danke, Isabel.
Was hätte ich nur ohne dich getan? Medizin? Moment. Wach auf, Kriegerin. Ah, ich bin wach, ich hab nicht geschlafen, ich schwör's. Ich hab nur die Augen zugemacht. Au. Au, sie gekuschelt. Na schön, hast mich erwischt. Ich bin eingeschlafen. Tut mir leid. Und ich hab Kopfweh. Hast du gut geschlafen? Du siehst schon viel besser aus. Aber wenn Dr. Anders dich so sieht, schickt er dich wieder zu Isabel zurück. Also klauen wir ihn ein drittes Mal. Isabel! Ostwind, ich hatte so einen komischen Traum, aber ich glaube, dass Isabel was mit Frau Kaltenbach gemacht hat. Sie hat ihr was angetan, damit sie das Gestüt übernehmen kann. Frag mich nicht, wie ich da drauf komme. Im Traum hat das alles Sinn ergeben. Das sage ich auch ganz oft. Und ich sage auch gerne, in meinem Kopf hat das alles Sinn ergeben. Das macht es aber alles nicht wirklich sinniger. Wir müssen los, sofort. Geht's dir gut genug, um wieder zu fliegen? Okay, offensichtlich bist du immer noch von Sinn. Ostwind ist ein Pferd. Und das heißt Pferd, weil es fährt und nicht fliegt. Dann verschwinden wir jetzt erstmal von hier. Ich habe einen Plan, aber ich muss mit Tinker darüber reden. Alles ergibt plötzlich Sinn. Tinker hat dich aber schon mal hintergangen. Okay. The Bond. Warte. Erstmal was füttern. Falls wir jetzt wieder fliehen müssen. Aber Ostwind. Aber ich glaube, es reicht für heute. Die Flucht. Das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!